Tja, dann mal herzlich willkommen zum Erklärbär-Video von Stranded Deep. Ja, was heißt Erklärbär-Video? Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erklären, aber so ein paar kleine Dinge, die man vorab schon mal wissen kann, ist vielleicht ganz gut. Ich starte jetzt einfach mal. Und ja, hier werden mir die Buttons nicht angezeigt, warum auch immer. Hier kann man eben auswählen, ne? Welche Modus und Borderless Window oder. Aber das ist jetzt nicht so ganz so wichtig, im Zweifelsfall ausprobieren. Und das lädt eine Weile, deswegen habe ich gedacht, ich mache den Ladevorgang ruhig auch mit und erzähle schon mal ein bisschen was darüber. Also Stranded Deep ist eigentlich ja so ein Robinson Crusoe-Spiel im weitesten Sinne. Viele kennen ja vielleicht den Film Castaway, ne? Das ist ja ein prima Film mit Wilson, den Ball, der gibt übrigens auch hier. Ist immer noch sehr laut. Ich werde das noch mal ein bisschen runterregeln. Castaway, hier mit Tom Hanks. Toller Film. Und daran angelehnt ist das auch so ein bisschen. Das heißt, man stürzt am Anfang mit dem Flugzeug ab. Das ist jetzt die Frequenz, zeige ich jetzt hier nicht. Ich lade natürlich mein Spiel. Und man stürzt mit dem Flugzeug ab und dann rettet man sich in so ein Schlauchboot. Und dann ist man gleich in der Nähe von einer kleinen Insel. Und dann muss man eben gucken, wie man klarkommt. Also Feuer machen, was zu essen finden, Unterschlupf haben und den ganzen Vierlefanz. Haie sind natürlich unterwegs. So, ne? Und da werde ich einiges zu sagen, auch zu den Inseln. Bevor ich jetzt hier Continue mache, also mein Spiel weiterspiele, werde ich den Kartografer mal eben schon mal anmachen. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf. Kartografer ist eigentlich nichts anderes, als dass er jetzt hier die Maps zeigt, also die ganze Map. Da kann man schon mal ganz gut was sehen, wie das aufgebaut ist. Wir sehen jetzt hier also 5x5 Felder. Das ist die ganze Welt. Und die Inseln da drauf hier, das sind eben die Inseln. Da denkt man, ach, das ist ja wie ein Gitter, das ist ja popelig, da kann man ja hier so von Insel zu Insel fahren und ne, man merkt sich einfach, man war auf der und ja, im Spiel wirkt das ein bisschen anders. Man bedenke, wo Norden ist und dann sieht das im Spiel alles so ein bisschen verdreht aus irgendwie. Also die Karte hilft natürlich. Ja. So, das sind also alles Inseln. Hier diese ganzen Inseln, das sind also Inseln, die beim Spiel dabei sind. Die habt ihr, wenn ihr das Spiel spielt, am Anfang erstmal standardmäßig so da drin. Das hier ist aber die Insel, auf der ich gerade bin, Julia's Island, die habe ich selber gemacht. Dann ist hier eine Insel, das ist meine Ressourceninsel. Das ist eine Insel, wo unheimlich viele Bäume und auch viele abbaubare Clay ist, also Lehm, damit ich ein Haus bauen kann. Weil mit, was man auf den Standardinseln findet, an Lehm für Bausteine, reicht eigentlich gar nicht, um ein wirklich großes Haus zu bauen. Aber hier ist viel davon, ne? Das ist Crasher Island, das ist eine Custom-Insel, die ich runtergeladen habe. Die ist sehr toll und aufwendig gemacht, gibt es auch viel zu looten. Aber da muss man echt eine ganze Weile umherstreifen und suchen. Und hier oben habe ich dann noch eine Insel, die Julia's Adventure Insel. Das ist auch eine mit relativ viel Loot, also viele Bäume und auch viel Steine und Lehm und solche Sachen. Aber auch ein paar Gefahren, ein paar Haie und ein bisschen was zum Erkunden. Also das ist mir schon besser gelungen. Ja, man hat also erstmal die Standardinseln und wenn man sich selber welche installiert hat, hat man eben, ja, ich sag mal, hochwertigere Inseln. Sonst sind die Inseln alle relativ gleich, die sind relativ langweilig. Da stehen ein paar Palmen und da ist ein bisschen was an Blumenzeugs, aber das ist alles nicht so der Burner. Ne? Also ein großes Haus, dafür findet man gar nicht genug Material. Dann haben wir hier drei Felder mit Totenköpfen. Das sind so Endgegner, Bossgegner. Einmal gibt es, glaube ich, einen großen Hai. Ne? Das ist ja hier dieser, wie heißt der jetzt? Heißt das? Komm auf den Namen nicht. Naja, einmal gibt es eine große Krake und einmal gibt es eine große Muräne und einmal diesen Riesenhai, wie hieß noch, der Urzeithai, der angeblich schon seit über 10.000 Jahren ausgestorben ist. Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall kann man sich in die Gegend begeben und wenn man will. Man wird also nicht heimtückisch angegriffen, sondern da ist dann plötzlich irgendwie eine Umgebung, zum Beispiel bei dem großen Hai sitzt, sodass dann ein toter Walfischkadaver da schwimmt, wo ein großer Hai dran, Megalodon, so heißt er, genau. Den hat es ja wirklich gegeben, diesen Megalodon, der hat einen Mauldurchmesser von 3 Metern gehabt. Ne? In dem Spiel wirkt der aber gar nicht so groß. Der frisst da dran, dann kann man den eben töten, dann kann man so eine Trophäe kriegen. Das ist aber eigentlich eher was für Later Game, wenn man sich mal so ein bisschen ausgerüstet hat. Man muss ja da erstmal zur See fahren können. Um zur See fahren zu können, muss man sich ein Floß bauen und so weiter. So, das habe ich doch schon ziemlich viel hier erzählt. Also, das ist die Karte. Und schon mal vorweggegriffen, ich werde erstmal gleich ins Spiel gehen und das Spiel im Allgemeinen, die Funktion und die Steuerung so ein bisschen erklären, damit man das nicht alles selbst rausfummeln muss. Ne? Ist ja jetzt hier für Gabi und Caro und für alle anderen, die es vielleicht interessiert.
so ein bisschen eine Einführung schon mal, dass man schneller reinfindet. Und dann kommen wir nämlich zurück, wie kann ich hier diese Inseln installieren und vor allen Dingen, wie kann ich selbst Inseln machen. Das werde ich mal ganz kurz anreißen, damit man dann, wenn man die Inseln haben will, oder wenn man jetzt meine Inseln, kann man runterladen. Eine davon, welche? Die hier, auf der ich auch wohne. Die habe ich schon hochgeladen, die kann man sich runterladen, den Link kann man bei mir kriegen. Und die anderen beiden, also Ressourceninsel und die Adventure, werde ich auch noch hochladen, sodass man die ganz einfach runterladen kann, sich installieren kann. Dann hat man noch ein bisschen, ich sag mal, einfach aufwendigere, größere, interessantere Inseln als die Standardkleinen und hat auch mehr Material, sodass auch der Bau von so einem großen Haus letztendlich möglich ist. Hier sind die Inseln und die kann man nämlich, wenn man die installiert, wenn man die einmal ins Verzeichnis hat, kann man die einfach hier packen. Ich mache das jetzt mal nicht. Hier einfach zack, jetzt loslassen, dann wäre sie da. Aber ich würde sagen, die hast du ja schon. Ne? Zack, und dann drücke ich hier auf Apply. Und dann habe ich das so übernommen. Und dann, das kann ich auch während eines Spiels machen. Ich könnte also jetzt hingehen mit dem Editor eine neue Insel machen. Könnt ihr ihn hier rüberziehen. Dann ist die Insel, die da vorher war, natürlich weg. Ist klar. Ne? Wäre jetzt blöd, wenn ich meine Heimatinsel nehme. Und dann ist die weg. Du ersetzt durch die neue. Das rote Feld ist das Insel, auf der man gerade ist. Ja, wenn man das Spiel startet, dann startet man hier. Auf der Insel habe ich auch gestartet. Da war aber nicht viel. Da habe ich erstmal ein bisschen für mein Überleben gesorgt und bin dann schnell zu meiner Insel, die ich selbst gebaut habe. Mit der schönen Bucht hier, mit der Lagune, mit dem Atoll. Hingefahren, habe mich dann da eingerichtet. Ja, gut, jetzt gehe ich ins Spiel. Also erstmal zurück. Ja, klar, Options. Ich wollte ja eben was leiser machen. Ne? Audio, das war gerade. Ich mache mal hier das mal so ein bisschen runter hier. Voice-Volumen, welche Voice? Voice? Ui, mache ich auch mal kleiner. Voice haben wir ja eigentlich keine. Ja, doch die eigene, wenn sie selbst mal spricht. Gut, so. Apply, muss das ja übernehmen. Und dann auf Back. Das ist ein bisschen, das ganze Menü ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen blöd gemacht, so mit dem Menü. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Continue. So. Jetzt sind das schon 7 Minuten und wir laden erst das Spiel. Ja. Aber jetzt habe ich schon mal so ganz grob ein bisschen was dazu sagen können, wie das Spiel mit der Map aufgebaut ist. Und jetzt gleich sehen wir in-game, dass das eben doch nicht so wie so ein Raster aussieht. Man hat sich da doch leicht mal verballert. Aber der Kompass ist eine gute Hilfe, den sollte man ruhig auch benutzen. Man kann mit Hilfe des Kompasses und der Karte, die man sich ja vielleicht mal auf einem anderen Bildschirm oder ausdrucken kann, ne, kann man sich die ja mal zur Hilfe nehmen, dann kann man eigentlich ganz gut navigieren. Ganz am Anfang habe ich das mit dem Kartografen noch nicht so gesehen, bin einfach drauf los und dann habe ich mich einmal ganz schön verfranst und habe etliche Inseln abgeklappert, bis ich wieder, ja, in Anführungszeichen zu Hause war. Das war relativ wichtig, weil da waren meine Vorräte und alles. Ja. Gut, das ist bei dem Spiel auch so mit der Tab-Taste, ne? Für die, die es vielleicht nicht so wissen sollten. Auf der Tastatur hat man ja eine Taste, wo die beiden gegensätzliche Pfeile sind, ganz oben rechts unter dem Dach, ne? Unter dem Dach mit dem Kreis, die Tab-Taste, die Tabulator-Taste. Damit macht man das Inventar auf. Ja? Also muss man, glaube ich mache das den ganzen Tag und jetzt muss ich überlegen. Ne? Ich glaube, die muss man, ja, die muss man gedrückt halten. Der Kuckuck stört mich. 8:30 Uhr. 20:30 Uhr. So, jetzt aber. So fängt es immer an. An der Stelle, wo man ist, wird runtergezoomt in mein Haus rein mit Turnübungen. Genau. Hier haben wir Fliegen. Das sind die Lampen, die ich aufgegangen habe. Also, um so ein Haus zu bauen, ganz aus diesem Lehmstein braucht man wahnsinnig viel Material. Und das findet man eigentlich nicht ausreichend auf den kleinen Standardinseln, sodass ich wirklich das Nachinstallieren von Custom-Inseln, da sind hier diese Lehm-Clays, ne, Clay-Lehm. Und daraus kann man eben mit Hilfe so einem Brennofen kann man eben solche Bausteine bauen. Würde ich sehr empfehlen, ne? Da so ein paar. Ich habe also ein paar Inseln gemacht, die da durchaus gerade für ausgerichtet sind. Da ist mein Sprit. Ja, ich zeige mal ganz kurz hier so ein bisschen. Hier, Tür auf. Jetzt sind wir hier auch in der Nebenhalle. Das ist hier meine Werkstatt. Also ich habe schon einiges aufgebaut hier. Na komm, mach zu. E gedrückt halten für zu. Das steht ja auch da. Ne, mit W kann ich vorwärts laufen, mit S rückwärts, D und A ist seitwärts, dieses WASD kennt ja jeder, ne? Und E ist eben, um Aktion auszufüllen. Und wenn ich was in der Hand habe, ich nehme jetzt muss ich, ich habe jetzt die Tab-Taste gedrückt, jetzt kann ich hier wählen. Das ist ein bisschen tricky. Jetzt wähle ich zum Beispiel meine Axt. Ich habe jetzt 2 Stück. Da kann ich sehen, die Axt hier, die oben aufliegt, hat noch 72,8%. Die nutzt sich ab. Wenn das 0 ist, ist die kaputt, ist die weg. Jetzt nehme ich die in der Hand.
dann geht ja auch wieder, jetzt drücke ich wieder Tab, jetzt habe ich dann noch eine und die ist noch 100% in Ordnung. Die andere, die ich in der Hand habe, sehe ich jetzt hier nicht. Ich habe die in der Hand. Ich gehe jetzt mal da drauf, damit ich in der Hand halte. Würde ich jetzt hier auf Hand gehen, dann ist die wieder weg. Ich habe nichts in der Hand, kann ich die wieder nehmen. Jetzt hat die andere oben, ne? Das habe ich jetzt auch gerade festgestellt. Aha, so kann ich also wechseln. Jetzt habe ich die wieder. Das ist jetzt die schon angebrochene. So, wenn ich jetzt Q drücke, dann schmeiße ich die hier hin. Man hat direkt die nächste in der Hand, ne? So, mit E kann ich die wieder aufnehmen. Ich kann aber auch, wenn ich die jetzt mit Q fallen lasse, jetzt gehe ich mal auf die Hand, damit ich die Hände frei habe, jetzt kann ich mit der rechten Maustaste die nehmen und kann die jetzt hier so, ne, irgendwo anders hinschieben. Das ist zum Beispiel bei großen Baumstämmen da gut. Ein Riesenfloß kann ich so mitschieben. Alles Mögliche. Und wenn ich loslasse, flumps, dann liegt sie wieder. Ich kann sie auch schmeißen. Ich nehme die jetzt mal in die Hand. Ich habe die rechte Maustaste gedrückt und drücke zu sehr einmal kurz, klicke ich auf die linke Maustaste. Bämsle, ne? Und dann werfe ich die gegen die Wand. So, jetzt nehme ich sie wieder auf, habe sie wieder in der Hand. Ich will die Hände aber frei haben. Ganz kurz, das ist zu dieser Handhabe. Dann noch, ich gehe mal noch eine Etage höher. Ja, ja, es geht noch höher. So, hier die Tür auf, da sind wir auf dem Dach von der Werkstatt, da steht auch mein Hubschrauber und ich wollte nämlich hier hin wegen der Kisten. Hier ist nichts drin. Ich drücke jetzt also, ich bin auf der Kiste, drücke jetzt Tab, dann sehe ich nicht mein Inventar, sondern das Inventar der Kiste. Ich habe immer drei Plätze. Und wenn ich jetzt was aus meinem Inventar, ne, hier unten in die Kiste packen will, dann kann ich jetzt hier Dinge, zack, zack, die beiden Spitzhacken habe ich jetzt in die Kiste gepackt. So, ne, sehe ich, die sind da drin. Wenn ich jetzt hier anklicke, sind die beide wieder bei mir drin in meinen. Na? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt gerade, wie wir sehen, den Kompass in der Hand. Wenn ich den Kompass jetzt da reintun will und habe den jetzt gerade in der Hand, dann sehe ich, wenn ich hier auf meinen Rucksack gehe, keinen Kompass da. Warum nicht? Weil ich den in der Hand habe. Ich kann den jetzt also nicht in die Kiste packen. Ich muss erst weg von der Kiste gucken, mein Inventar aufmachen, auf die Hand gehen. Jetzt ist der Kompass nämlich da zu sehen. Da muss mit dem Pfeil wieder auf die Hand oder weggehen, sonst habe ich den wieder in der Hand. Jetzt auf die Kiste und jetzt kann ich den auch finden und kann den jetzt in die Kiste packen. Zack, und da ist er in der Kiste. Das sind so Dinge, die erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind und die sind auch ein bisschen, würde ich sagen, ungut gelöst. Na? Ja, hier Balkon habe ich auch. Ja, da Dachstuhl, alles da. Gut, so. Tür zu. Jetzt, das machen wir soweit zur allgemeinen Handhabung, wie man da so in dem Spiel loslegt. Jetzt zeige ich euch noch dieses kleine Rettungsschlauchboot. Das Spiel fängt also an, man sitzt in einem Flugzeug, das Flugzeug stürzt ins Meer und dann, ja, schwimmt man da in dem Wasser durchfluteten Flugzeug, muss da den Ausweg finden, ist ganz einfach. Man ist quasi direkt vor so einem Loch und wenn man rauskommt, sieht man auch sofort hier dieses Ding oben schwimmen, da muss man nur hin, schwupps, und dann nächste Spiel ist, man ist quasi in dem Schlauchboot hier und treibt auf dem Wasser in der Nähe von so einer kleinen Insel. Das ist hier eine etwas größere, das ist auch meine, die ich selbst gebaut habe hier. Ne? So, dann ist man da drin, da muss man hier mit E gedrückt halten, ist das? Ne, ganz kurz E, ne? Muss man aufpassen, das wackelt dann alles in dem Meer, da hat man das auch erwischt, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich dieses Floß hier, jetzt habe ich das in der Hand und dann kann ich E machen hier und dann kann ich, wie geht denn das noch? Ach ja. Mit W ganz normal kann ich jetzt navigieren. Das geht jetzt natürlich nicht, weil ich hier nicht auf dem Wasser bin. Dann machen wir aber mal eben. Nochmal wieder E gedrückt halten. Jetzt wieder gucken, wo ist der Haken. Da. Lesen. Hold E to attach, ne? Also E halten, zack, und dann ist das wieder da drauf. Jetzt kann ich, und das ist das, was viele noch nicht wussten. Die Nicole, die wusste das erst gar nicht. Die musste mal aufpassen, dass ihr Schlauchboot nicht abhaute, weil sie das nicht an Land kriegte. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke und gedrückt halte und jetzt vorwärts gehe, dann sollte ich das eigentlich schieben können. Ne, macht er nicht. Ist zu schwer. So. Ziehen. Jetzt kann ich da ziehen, ne? Ich habe die rechte Maustaste halt ich gedrückt und gehe einfach. Dann ziehe ich das mit. So, jetzt gehe ich hier E. Ride along. Dann sitze ich da gemütlich drin. Ist ein bisschen komisch. Stop riding. Jetzt stehe ich hier drin. So, ich weiß nicht, ob das reicht zum Paddeln. Ich versuche mal. Ich will ja nicht so weit ins Wasser raus. Da kommen die Haifische. So. Und jetzt muss ich auf den Rand. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das geht. Ja, jetzt kann ich also hier mit paddeln. So paddel ich dann eben an den Strand. Muss ich gucken, dass ich hier die Kurve kriege. Na, ich bin also ziemlich in der Nähe von einer kleinen Insel. Das heißt also, sobald ich in dem Schlauchboot dann drin, paddel ich an Land. Ja, weiter kann ich jetzt nicht. Das ist einfach nicht tief genug, das Wasser hier. Aufhören damit. Und ihr solltet auf jeden Fall
immer darauf achten, dass das Paddel dann wieder schön da ist, sonst ist das irgendwann weg. Ich habe hier übrigens noch eine kleine Tasche, die öffne ich auch mit Tab wie eine Kiste. Zwei Rationen sind drin, ein Kompass und ein Verbandszeug. Ja, der Kompass, der ist wichtig. Ich habe inzwischen mehrere. So, jetzt ziehe ich das an Land. Einfach S drücken zum Rückwärtslaufen, dabei die rechte Maustaste gedrückt halten, damit mir das nicht abhaut. Sonst ist das nämlich weg. Anfangs brauche ich das nämlich. Und dann kann ich mich auf der Insel umgucken. So, wie ist das normalerweise auf der Insel? Man hat allerhand Pflanzen. Zum Beispiel hier eine Aloe Vera, zwei davon und eine Nussknack. Und eine, da ist halt eine Kokosnussflasche, mit der könnte ich zum Beispiel eine Sonnenschutzcreme machen. Wieso auch gerade alles in der Nacht? Wie spät ist denn das? Wenn ich F drücke übrigens, ja? F drücke und gedrückt halten, habe ich einmal eine Uhr. Da kann ich jetzt mit der Maus nicht hin. Eine Uhr, 2.40 Uhr nachts ist es, 9. November. Ich bin gesund. Hunger habe ich ja gut fast zwei Drittel noch. Durst auch noch mehr als die Hälfte. Und unten SPF, Sun Protect Faktor, Sonnenschutzfaktor. Ja, wenn die Sonne brüllt, dann habe ich natürlich UV-Bestrahlung und dann muss ich irgendwann mich abkühlen. Zum Beispiel, indem ich mir so eine Creme auftrage, die ich da gemacht habe, oder indem ich in den Schatten gehe, oder indem ich einfach ein bisschen ins Wasser gehe und tauche. Ich mache das meistens so, diese Sonnenschutzcreme, die benutze ich gar nicht, sondern ich gehe einfach um die Mittagszeit, wenn der meldet, ja, da kommt eine Meldung, oh, ich sollte mich abkühlen, dann nehme ich meinen Fischerhaken, gehe ein bisschen tauchen und fische mir so ein bisschen mein Mittagessen zusammen. Man braucht nur kurz ins Wasser, dann ist dieser SPF-Faktor schon wieder ein bisschen, wenn man so anderthalb bis zwei Klötze wieder voll hat, das geht ja unter Wasser recht zügig, dann kann man wieder auftauchen und dann reicht das auch. Das ist eigentlich nur so um die Mittagszeit. So, jetzt nehme ich mal mein Messer in die Hand und jetzt haue ich dieser Yucca-Palme hier zwei Stück, platsch, und dann sehe ich hier unten sind solche, ja, die brauche ich, also hier diese, das sind Fibrous Leaves, ja, das sind also so Fieberblätter. Damit kann ich Folgendes machen. Einmal kann ich damit, wenn ich vier Stück habe, kann ich damit ein Seil craften. Ja, wenn ich craften will, ich kann zum Beispiel einmal kurz auf C, dann habe ich hier ein Crafting-Menü und dann gehe ich hier auf das Seil und platsch, habe ich ein Seil. Ja, das habe ich jetzt aus den vier Dingern gemacht. Na, aber die sind auch aus anderen Dingen wichtig. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar ganz hingeschmissen. Ihr müsst nämlich hier so Wasserdinger machen, damit ihr Trinkwasser habt oder auch um später einen Garten. Sind die schon reif? Oh, da sind schon Kartoffeln dran. Ah, Kartoffeln, Potatoes. Aber ich speichere das ja sowieso nicht. Ich spiele also selber dann an dem Punkt wieder weiter vorhin. Ja, dann, oh, hier auch. Ah, die alle reif. Gut, 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 gut. Ja, hier kann man Wasser machen. Wenn ich jetzt trinken will, hier, E drücken. Zack, gucken. F gedrückt halten hier. Da, jetzt ist trinken. Habe ich noch anderthalb Kästchen frei. Trinke ich nochmal. E drücken. So, jetzt gucken. Na, jetzt bin ich trinkenmäßig fast satt. Na, und damit die funktionieren, muss ich die Dinger da unten reinschmeißen. Die sind jetzt aber alle voll. Da kann man einen reinschmeißen. Gib mir mal einen her hier. Den habe ich jetzt in der Hand. Jetzt gehe ich da unten drauf. Ne? Drück E. Fupp. Und er ist wieder voll, damit der auch Wasser produziert. So. Ja, also ich muss dann an Land gehen. Da erscheint erstmal oben links so ein kleines Tutorial, was man machen soll. Man soll erstmal ein Steinwerkzeug craften. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt hier so einen Stein habe, dann kann ich so ein Steinwerkzeug daraus craften, weil der in der Nähe ist. Den muss ich gar nicht erst aufsammeln. Wenn ich jetzt hier stehe und will ein Steinwerkzeug craften, dann geht das nicht, weil ich keinen Stein habe. Ja, ich kann also, reicht, wenn die Sachen in meiner Nähe sind, dass die hier um mich herum liegen, ganz nah. Ich kann es natürlich auch mit E aufsammeln, dann kann ich das auch woanders machen. Ah, stopp. So, wenn ich jetzt C drücke, dann kann ich jetzt ein Steinwerkzeug machen, weil ich eben so ein Ding in der Hand habe. Ich lasse den aber fallen, ich brauche das jetzt hier nicht. Pump, da liegt er wieder. So, ne, muss ich also ein Steinwerkzeug machen, damit kann ich auch diese Fieberdinger aufsammeln, damit kann ich dann zum Beispiel Seile machen, wie wir gesehen haben. Wenn ich irgendwo bin, kann ich zum Beispiel C gedrückt halten. Jetzt kommt nur ein Brummton, ich habe nichts, was ich machen könnte. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den Stein hier vor mir habe und drücke jetzt C kurz, dann kann ich ja dieses, habe ich dieses Menü, ne? Wenn ich aber C gedrückt halte, zeigt er mir alles, was ich gerade jetzt craften kann, mit dem, was ich jetzt gerade in der Tasche habe. Hier ist nur dieses Steinwerkzeug möglich, weil nur der Stein da ist. Und ich habe auch nichts dabei, wo ich großartig machen kann. Gut, ich habe hier ein Seil. Hätte ich jetzt noch vier so eine Fieberdinger da in der Hand, könnte ich jetzt, würde er mir auch das Seil anbieten. Ja. Ein wichtiges noch, C, das ist hier das Crafting-Menü. Also wir haben einmal Crafting, da haben wir einmal Werkzeuge, das kann ich hier auch runterscrollen, da steht auch immer, was ich brauche dafür. Und dann hier, da brauchen wir zum Beispiel auch, als erstes braucht man am Anfang so einen Shelter.
Da braucht man ein Seil für, vier Palmwedel und drei Stöcker. Und dann kann man so ein Shelter machen. Das ist eigentlich nur so ein kleines notdürftiges Zelt. Das braucht man dafür, um zu speichern. Das heißt also, ihr könnt eigentlich gar nicht das Spiel unterbrechen, bis ihr nicht erstmal so ein Ding gebaut habt. Das muss man ziemlich am Anfang machen, um dann überhaupt speichern zu können. Darin kann man schlafen, das heißt, man kann die nächsten 9 Stunden überspringen. Ne? Oder auch speichern. Ne? Jetzt fragt er mich, speichern oder schlafen? Cancel. Weil ich will weder schlafen noch speichern, weil schlafen lohnt nicht mehr. Wir haben nämlich schon 5:30, es wird nämlich jetzt hell. Aber da nur kann man speichern. Man hat auch nur den einen Speicherstand. Wie? Ich kann ja später noch zeigen, wie man sich das sichern kann. Na, dass man dann quasi auf. Mir ist nämlich schon mal mein Speicherstand kaputt gegangen und ich musste neu anfangen. Und ich war schon echt weit. Also das kann man sichern. So, hier, das ist jetzt zum Beispiel eine Feuerstelle mit einem Steinkranz drum und dann habe ich so einen Smoker aufgebaut. Wenn ihr Fisch fangt oder sowas, dann könnt ihr da auf dem Feuer grillen. Das ist ein bisschen mühselig, das kann ich jetzt hier nicht zeigen. Kann ich das zeigen? Das ist also ein bisschen sehr aufwendig, ne? Ich erzähle das nur mal theoretisch. Wenn ihr so ein Feuer gemacht habt und habt jetzt zum Beispiel Fisch gefangen, wie das geht, kann man gleich machen, wenn es richtig hell ist. Im Dunkeln kann man nichts sehen. Man hat hier auch so komische Seeigel, wenn man da reinlatscht, dann ist man vergiftet. Man ist zwar da nicht sofort tot, aber man ist vergiftet, man hat mehr Durst, man ist einfach krank und kränker. Und da muss man ein Gegengift machen. Dazu braucht man 2 von den Pipi-Blumen und eine Kokosnussflasche, die man macht aus einer Kokosnuss und einem Seil übrigens. Und kann dann die Medizin nehmen. Die Pipi-Blumen wachsen dann eben schon mal hier so auf solchen Feldern. So, ne? Die sind so gelblich. Da braucht man 2 Stück von, dann kann man sich gesund machen. Ja, also man sieht auch nichts. Wenn ich jetzt hier reingehen würde, kann ich auch die Seeigel nicht sehen. Wir sehen, das Wasser ist irgendwie dunkel, das ist grau, ich kann nichts sehen. Deswegen ist das nicht ratsam, im Dunkeln ins Wasser zu gehen. Was leuchtet denn da? Das ist die Sonne schon, ne? Ja. Und wenn man dann so ein Feuer gemacht hat, jetzt so ein paar Fische, dann kann man die mit dem Messer aufschneiden, dann hat man Fleisch und das Fleisch schmeißt man dann neben dem Feuer auf den Boden, ne, mit Q und zieht das dann mit gedrückter rechter Maustaste, so wie ich das jetzt hier mit dem Stock mache, auf das Feuer und versucht das dann da zu balancieren, möglichst drauf. Manchmal fällt das eine Seite runter, muss man das nochmal machen. Das ist ein bisschen mühselig, aber mit ein bisschen Übung bleibt das oben auf dem Feuer schweben und dann kann man es gar kochen und dann essen. Ja? Wenn man sich aber dann so einen Smoker gebaut hat, hier, da braucht man noch ein bisschen mehr Zubehör, zum Beispiel auch Tuch, dann kann man die hier oben an dieses Seil aufhängen, dann braten die durch und das Gute ist, wenn man die noch ein bisschen länger drauf lässt, dann werden die gesmoked, also geräuchert und dann sind die haltbar, eigentlich unendlich. Das heißt, so kann ich mir einen Vorrat schaffen. Ja, das ist jetzt schon mal so In-Game-Know-How, damit man den Start ein bisschen einfacher hat. Na, wie gesagt, hier, ich gehe da hin, zack, rechte Maustaste, jetzt kann ich mit dem Ding hier rumwerfen. Bams, ja, kann ich quasi Fußball spielen hier. Und ja, über die Farming, da gehe ich mal noch nicht ein. Das ist alles in-game. Ne? Das soll ja nur der Start so ein bisschen erörtern. Hier findet man überall so Elektroteile. Die braucht man zum Beispiel, wenn man ein Boot, ein Floß bauen will, mit einem Motor oder eben so ein Hubschrauber da. Aber da muss man schon fortgeschritten sein. Da braucht man Level 6 für. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf meine Uhr. Das F gedrückt halten und jetzt klicke ich hier rein, dann sehe ich also hier meine Level. Das oberste ist zum Beispiel Hunting, das steht am Anfang da drin, wenn da noch keine Punkte sind. Hunting, was so viel heißt wie Jagen, da habe ich Level 3, so viel gejagt habe ich noch nicht. Das nächste ist Cooking, also Kochen, da bin ich schon bei Level 6 angekommen. Das nächste ist Harvesting, das wird so viel heißt wie Ernten, wenn ich jede Menge Palmen umgehauen habe schon und so, dann habe ich eben da mein Level. Das nächste ist Physical, das ist quasi, ja, würde man sagen Fitness, wenn man sich körperlich betätigt hat. Und das unterste ist Craftsmanship, das ist also quasi die Bauerfahrung. Ne? Wenn ich schon so alles Mögliche gecraftet und gebaut habe, fängt an mit einem Shelter, mit einem Seil, mit so einem Smoker und dann die ersten Teile fürs Haus, dann komme ich da immer so ein bisschen weiter. Das ist hier meine Maschine zum Sprit machen, denn für meinen Hubschrauber brauche ich Sprit. Dazu mache ich nämlich die Kartoffeln, die ernte ich, schmeiße ich da rein, mache das Feuer an hier und dann sammelt sich da Benzin. Ich habe da gerade oben gesehen, ich habe da schon irgendwie 17, 18 volle Kanister. Ne? Deswegen baue ich eigentlich nur Kartoffeln an hier. Außer hier. Hier habe ich so ein paar leckere Früchte. Und hier die Pipi-Blume für dieses Antigift, die ist auch reif. Ja, so sieht die aus. Die kann man dann auch eben, ich kann sie mal, pupp, jetzt habe ich sie in der Hand. Ne? Gehe ich wieder auf die Hand und zack, habe ich sie dann auch hier. Ja, davon 2 Stück. Ich zeige euch jetzt mal eben so als Crafting-Beispiel. Ich habe ja hier ein Seil. Jetzt gehe ich mal gucken, ich habe da drüben auch Kokosnüsse.
hier durch meinen Garten durch, springe über meine Plattform, die ich gebaut habe. Da habe ich ein paar Kokosnüsse gesammelt. So, und jetzt sage ich C. Jetzt gehe ich auf Consumables. Und dann habe ich hier, schwupps, die Flasche. So, jetzt habe ich die Flasche da. Jetzt noch eine zweite Pipi-Blume und dann könnte ich damit auch auf Consumables hier, könnte ich hier mein Antidot machen. Gehen wir mal eben kurz durch. Kokosnussflasche, so. Aloe Salve, das ist, da kann man sich auftragen, dann wird man mittags nicht so, dass die sagt, ah, ich muss mich jetzt aber abkühlen wegen Sonnenstich und so. Ne, das hilft dann. Ja, hiermit kann man sich ein Verbandsmaterial machen. Wenn der Hai einen in den Hintern gebissen hat, man blutet, kann man die Blutung damit stillen. Das ist eine Wasserflasche aus Leder. Das ist ein Splint, wenn man sich was gebrochen hat. Habe ich noch nie gebraucht. Ja, das Antidot eben, das Gegengift, was ich gerade erwähnt habe, Gauze, das ist ja eigentlich dasselbe wie ein Verband. Ich kann also aus den beiden Früchten, die ich da habe, mit so einer Flasche hier, kann ich eben so ein Getränk machen, was Blutung stillt. Breeze Boost, ich habe ein Problem. Diese Pflanze ist die Ayuga-Pflanze, die habe ich auch schon mal gesehen, aber ich finde seit einiger Zeit nirgendwo diese Pflanze. Auch beim Bauen von Inseln konnte ich die nicht setzen. Ich weiß gar nicht, haben sie die rausgenommen? Und das soll jetzt sozusagen Breeze Boost sein. Also ich kann länger unter Wasser die Luft anhalten beim Tauchen, muss das wohl bedeuten. Hier kann ich eine Wasserflasche machen, die kann sogar 5 Schluck. Und das ist hier ein, da kann ich die Haie mit abhalten. Dazu brauche ich einmal hier ein Antidot und nochmal eine Flasche und noch so einen giftigen Fisch. Ja, jeden Tag kommt dann da sowas. Ne? Und dann kann ich so ein Anti-Hai-Zeug machen. So, ne? Ja, eins noch eben. Ich will jetzt, ich speichere ja eh nicht an. Ich wollte nämlich hier auf meiner Insel die Palmen eigentlich so weit stehen lassen. Aber so müsst ihr am Anfang anfangen. Ihr braucht natürlich Holz. So, ich gehe zu der Palme hin, drücke die linke Maustaste, halt die gedrückt. Ich kann da auch hochklettern, mir die Kokosnüsse holen. Aber wenn ich die fäll, fällt die auch runter. Man kann auch mit einem Messer, das dauert dann halt eben länger, so eine Palme umhauen. Ne? Da ist übrigens auch noch eine Pipi-Blume, das ist eine wilde, die lasse ich aber stehen. So, jetzt haue ich erstmal hier den Bund ab. Und wenn ich dann weiter drauf eindresche, jetzt ist er ab, dann liegen die einzelnen Blätter. Jetzt habe ich hier einen Baumstamm, man sieht auch schon, der besteht aus 2 Stücken. Da haue ich jetzt ein paar Mal drauf, dann fällt er in 2 Teile. Zack, jetzt kann ich die Teile ganz normal in mein Inventar nehmen. Ne? Oder hier so in die Hand nehmen und wieder fallen lassen. Und wenn ich da jetzt drauf haue, ein paar Schläge, dann habe ich eben die Sticks. Ne? So läuft das eben alles. Gut, das sollte jetzt eigentlich reichen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz ins Wasser und dann sollte eigentlich, ja, die Handhabe des Spiels, das schmeiße ich jetzt hier hin, ich speichere das nämlich eh nicht, einfach hier hingeschmissen, so. Ne, hier kann man nämlich aus dem Stock, kann man sich so ein Fishing Spear machen, den nehmen wir jetzt mal. Ich hoffe, das ist jetzt schon hell genug. Man muss immer so ein bisschen warten, bis das hell genug ist, dann kann man nicht was sehen. Ne, jetzt sieht man nämlich auch den Boden. Ich zeige euch jetzt mal so ein Ding, wo man nicht reinlatschen sollte. Die sind offenbar harmlos. Ich guck mal. Eine ist unterm Haus. Da habe ich das Haus drauf gebaut auf ein so ein widerliches, ich sag mal, so eine Tretmine. Die Krabben, hier sind Krabben drin, die kann man essen, aber vorsichtig, wenn man da hingeht, die zwicken einen, ne? Na komm, zwick mich. Was ist das denn? Normalerweise, ich erschrecke mich immer fürchterlich. Hä? Nein. Oh, aber gleich mehrfach. Haben die mich jetzt erwischt, ja? Das ist eigentlich nicht so schlimm, man erschreckt sich nur immer so. Ja, die haben ja was abgezogen von der Gesundheit, weil sich gleich 5 Stück geknipselt haben. Ja. Das ist aber nicht so schlimm, ich erschrecke mich nur immer, weil die dann plötzlich so losschreit. So, jetzt suche ich aber noch nach so einer Tretmine. Ich habe die Insel zwar selber gebaut, aber auf diese Verteilung von diesen Tretminen-Igeln hier habe ich keinen Einfluss. Die werden zufällig generiert. Aber jeden Stein, jede Blume, jeden Baum, alles, auch die Form der Insel, habe ich also selber gemacht. Das ist ganz schön schwierig. Oh, das gibt's doch gar nicht. Habe ich hier in so was? Doch, habe ich auch. Habe ich auf jeden Fall. Ach so, übrigens. Ich habe ja jetzt W gedrückt, um zu gehen. Und wenn ich jetzt Shift-Taste einmal antitsche, dann rennt sie. Solange bis der gelbe Balken verbraucht ist. Ne? Dann ist das so Puste. Und wenn ich nochmal Shift drücke, dann geht sie wieder. Habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Verdammt nochmal, da ist so ein Ding. Hier. Ja. Ich kann jetzt einfach mal machen. Wenn ich da jetzt drauf latsch, zack. I don't feel so good. Ich fühle mich nicht so gut. Jetzt bin ich krank. Ja, wenn ich jetzt hier gucke, da habe ich jetzt die ganzen Pocken am Arm. Und da steht auch Poisoning, vergiftet. Ne? So.
Und da kann ich eben dann so ein Antidot trinken, dann bin ich sofort wieder gesund. Aber man muss sich da jetzt nicht tierisch beeilen. Man kann wirklich lange mit der Vergiftung leben. Aber ich glaube, da ist wieder so ein Ding. Da einer, ne? Auch dieser Fisch, den zeige ich auch mal, der hat den gleichen Effekt. Dieser giftige Fisch, den braucht man zwar für Antiheilmittel, aber wenn man dem zu nahe kommt, dann vergiftet der ihn auch nochmal. So, mal gucken. Im Großen und Ganzen, da bin ich jetzt so kott, die haben ein mittelgroßes Steak. Einmal klicken, zack, ist ziemlich einfach. Zack, und schon habe ich einen von den Fischen gefangen. Ich habe den einfach so, dass die Schrift gezeigt wird. Und dann haue ich drauf. Da ist so ein Fisch, hier der. Der ist giftig. Wenn ich dem zu nahe komme, ist wie bei dem Igel. Aber jetzt bin ich ja schon vergiftet. Ich kann den auch fangen, muss ich ja, wenn ich zum Beispiel eben dieses Anti-Heizung... Der Hai da ist ein kleiner, der tut nichts. Aber der große hier, den kann ich nämlich auch fangen. Na komm, zack, jetzt ist der tot, schwimmt nach oben. Oh, ich muss auch nach oben, ich ersticke ja schon. Am letzten Drücker, jetzt nehme ich dieses Ding aus der Hand. Rechte Maustaste und jetzt zerre ich den mal eben an Land, wie ich dran bin. Oh, war ganz schön weit rausgeschwommen, Halleluja. Ist also wie laufen, ne? Ich habe jetzt die rechte Maustaste gedrückt gehalten. Ich gucke schon mal so ein bisschen, ob hier irgendwelche Tretminen sind, wie da vorne zum Beispiel. Ne, da sieht man sie, hier, links. So, und jetzt schleppe ich den an Land. Ich kann also die größten Sachen ganz bequem schubsen. So, ich habe ja ein Messer dabei, also nehme ich jetzt hier, halte ich eh... Ja, da ekelt sie sich immer. Jetzt habe ich ein großes, mittelgroßes Steak. Also Fischsteak. Ein zweites, jetzt löst er sich auf, der hüpft dabei und jetzt ist er gleich weg. Flupp. Zack, aber ich habe zwei Steaks, ne? Also medium große Fleisch. Und dann hier ist noch ein Kot, der gibt auch ein Medium. Den schmeiße ich hin, Kuh. Und dann auch eh gedrückt halten. Jetzt wird der auch ausgenommen. Und ich habe jetzt drei davon. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel zu meinem Smoker gehen. Wo habe ich denn da? Ich habe bei mir zu Hause auch noch einen. Ja, gehen wir bei mir zu Hause. Gehen wir bei mir zu Hause. Das ist heute der erste gewesen. Die Tür steht noch offen. So, hier rein in die Werkstatt. Und hier habe ich hier meine Kochecke. Da, hier ist noch Feuerholz. Jetzt muss ich die Stöcker da rein tun. Und jetzt packe ich einfach das Fleisch in die Hand. Und eh gedrückt hat, zack, und dann hängt er da. So, jetzt muss ich das Feuer noch anmachen. Dazu brauche ich hier so ein Kindling. Nehmen, eh gedrückt halten. Und jetzt muss ich die Maustaste drücken, bis der das anmacht, das Feuer. Ich muss hier erstmal Feuer machen. Ja, wie war das bei Castaway? Vor der Einsamkeit hat er sich doch den Volleyball so ein bisschen gestaltet, dass sein Gesicht drauf ist, damit er jemanden hat, mit dem er Gespräche führen kann. So, jetzt wird das hier gebraten. Das ist also jetzt noch ein Medium Meat, also ein mittelgroßes Fleisch. Nach einer Weile ist das ein Cooked Meat, also ein gekochtes Fleisch. Und nach einer noch längeren Weile ist das ein Smoked Meat, also ein geräuchertes Fleisch. Und das kann ich in Kisten legen und ewig lange aufbewahren. Alles andere würde nach einer Weile vergammeln, dann ist das spoiled und das ist verdorben. Ja, kennt ihr den hier? Ich gehe mal in die Hocke. Wilson. Wilson, der heißt hier Wally, den findet man manchmal auf diesen komischen kleinen Stationen auf den Inseln. Hier habe ich so allerhand Zeug liegen, was man so braucht eben, ne? Ein bisschen Vorräte habe ich zum Beispiel hier drin. So, bevor wir jetzt mit dem Teil aufhören und wir ein bisschen in das Technische gehen, zeige ich noch eben mein Floß, das ist inzwischen recht groß. Wenn man zum Beispiel irgendwo Fässer findet oder Reifen oder hier so ein ganzes Bündel von den gelben Bällen, die gibt es auch bündelweise auf den Schiffswracks. Man kann also bei den Inseln immer auf die Schiffswracks die erkunden. Da ist zum Beispiel eins, ne? Dann kann man die losschneiden, die einzelnen Bälle einsammeln und dann kann man unter Crafting, ich muss das Crafting-Menü auch nochmal ansprechen, wenn ich jetzt hier Building, Vehicles, da habe ich dann hier zum Beispiel die Bälle, ein Seil und einmal so fünf Bälle, ne? Dann kann ich hier so ein Unterteil von so einem Floß machen. Das kann ich auch nur mit Holz machen oder mit Reifen oder mit Fässern. Wenn ich das habe, dann habe ich quasi nur, man sieht ja auch da Fässer, Reifen da unten, ne? Dann muss ich da auch noch was draufpacken. Nochmal C gedrückt. Building, Vehicles ist der nächste.
Da kann ich zum Beispiel aus Hölzern, kann ich so ein Holzding drauf machen, wie das bei meinem auch ist, oder so, oder aus diesen Eisendingern oder eben aus Steinen. Ich habe aber diese Hölzer genommen und zwar für alles. Ich kann das natürlich auch mischen. Dann kann man nachher so Regale bauen. Auf den Regalen kann man die Kisten packen. Die Kisten findet man überall. Auf den Schiffswracks und überall findet man Kisten. Die muss man halt immer schön mitnehmen und sammeln. Die kann man sich wunderbar in die Hosentasche stecken, kein Problem. Und wenn ich dann eben so ein paar Stücke davon zusammengesetzt habe, die snappen einander. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal aus zwei Reifen so ein Teil gemacht habe, habe jetzt zum Beispiel auch meine Hölzer drauf gemacht, dann habe ich wieder zwei Reifen, dann mache ich die direkt da dran, dann snappen die aneinander, ich klicke dann und zack, habe ich den daneben, da auch die Hölzer drauf und so kann ich mir eben Floß größer bauen. Ich muss aber, bevor ich damit fahren kann, einmal noch, findet man auch, ne, so einen Anker, den habe ich ja jetzt auch rausgeworfen haben, ein Ruder und ein Segel. Und dann kann man wunderbar fahren. Ich habe das schön groß gemacht, dann gerne ich zu den anderen Inseln und kann ich mir da mein Material holen. Deswegen habe ich hier so viele Kisten. Die sind jetzt eigentlich alle soweit leer, bis auf hier der mittlere, vorderste Turm. Da habe ich so ein bisschen Ausrüstung drin. Und ein bisschen was essen, Tauchflaschen, damit kann ich ein bisschen länger tauchen. Im Prinzip geht das so, ich kann so eine Tauchflasche, wenn ich in der Hand habe, dreimal essen. Wenn ich die esse, ist mein Sauerstoffbalken wieder voll. Kann ich also im Wrack länger tauchen. Das ist so ein bisschen was von Subnautica eigentlich, ne? Wenn ich da in die Wracks gehe zum Beispiel. So baut man sich dann Floß, damit man dann von seiner Insel auch wegkommt und dann eben zu anderen Inseln kann. Wir sehen jetzt auch übrigens da drüben, in die Richtung, die ich gucke, da vorne, ich habe doch ein Fernglas. Ne? Man könnte auch hinfliegen. Da ist meine Startinsel gewesen, auf der ich gestartet habe. Man sieht auch die beiden anderen Inseln da noch ganz gut am Horizont. Fliege ich jetzt rüber? Das ist zu aufwendig. Ich nehme mir mal so ein Fernglas hier in die Hand. So. Ich gehe mal aufs Dach. Mal besser gucken. Hier Treppe hoch, da Treppe hoch. Tür auf. So, jetzt sind wir auf dem Dach von der Werkstatt. Hier nebenan kommt noch mal was hin. Da mache ich einen Metallboden, wie wir sehen. Und da soll noch ein Lager hinkommen, wo die Kisten ordentlich aufgestapelt sind. Man sieht also da, wie geht das jetzt so, ne? Ja, genau. Da ist eine Standardinsel. Die ist also langweilig. Da ist ein Felsen, da sind ein paar Bäume. Natürlich findet man da auch ein bisschen Stoff. Man hat Krebse, man kann natürlich Fisch fangen, man kann natürlich Palmen wedeln. Ein paar Yucca-Palmen werden da sicherlich auch stehen. Aber das ist nichts für lange. Da kann man so das erste Notdurft richten, da, was man so ganz dringend braucht. Da auch noch eine Standardinsel wohl, ne? So, und da die Insel, das ist quasi meine Materialinsel. Wir sehen also schön massenhaft Palmen, da ist auch massenhaft von dem Lehm, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, so ein großes Haus zu bauen. Und das da ist Crasher Island, sehr verschachtelt, mit viel Urwald, mit viel verschachtelten Felsen. Da sind auch viele von den kleinen Lagern mit diesen Skeletts drin, jede Menge Zeug zu looten. Also da kann man sich wirklich lange mit beschäftigen. Tolle gemacht, die habe ich runtergeladen, installiert. Ja, und da ist eben, wie gesagt, meine Insel, auf der ich gestartet habe. Man sieht auch im Vordergrund so einen roten Container. Den kann man auch auseinandernehmen und die Wände mitnehmen. Aus den Wänden kann man dann auch eben Hauswände bauen. Aber ist aufwendig, weil man kann die nicht in die Tasche stecken. Man muss die sich so auf das Floß packen und das ist dann mit dem Gewicht schon schwierig, ne? Ja, ist der vollgetankt? Nee, ist nicht, aber ich kann ja mal einfach... Ist ja egal. Jetzt gehe ich hier rein. Eine Etage runter. So, gib mir mal so einen Kanister her. Nimm den mal in die Hand. Komm, mach voll das Ding. So, Kanister lasse ich in die Tasche. Na, jetzt war ich gerade auf die Kiste. Ich muss von der Kiste weg, damit ich an mein Inventar komme. Jetzt zeigt mir den Inhalt von der Kiste. So, jetzt gehe ich einfach da drauf. Da redet einer dazwischen. Schon ist es 9. Leertaste zum Steigen. Und Steuerungstaste STRG zum Runter. So. Hopp, Leertaste zum Steigen. Jetzt kann ich genau WASD steuern. Ich muss nur, wenn ich jetzt gerade ausfliege, geht der immer ein bisschen tiefer mit der Zeit. Jetzt drehe ich mal um hier. So, kann man jetzt aus der Vogelperspektive ein bisschen sehen. Man kann aber nicht unendlich hochsteigen. Wenn ich jetzt ein Stück höher fliege, dann ist irgendwann der Punkt erreicht. Dann kommt der in so Turbulenzen, dann wird's eklig. Ja, aber ein Stück hoch kann ich ja, wie man sieht, ne? Da sind so Wracks, die man dann eben erkunden kann. Geh noch höher. Da, jetzt ist Schluss, ne? Dann macht er hier Schwierigkeiten. Man stürzt zwar nicht ab, aber die Richtung ändert sich. Der macht ein Warngeräusch und das ist schon ein bisschen erschreckend. Oh. Ja,
hier hat man also Wracks, die man abtauchen kann. Die habe ich auch schon leer gelootet. Da habe ich einen Großteil von meinen Tonnen und von meinen Reifen her. Oh, es wird schon düster. Die Tage relativ kurz, ne? So, dann fliegen wir mal darüber zu dieser Insel da. Das ist so eine Standardinsel. Um mal zu sehen, wie spartanisch die eigentlich sind. Dass man eigentlich, wenn man ein bisschen was aufbauen will, mehr Material braucht, dann braucht man da eben diese... Man kann sich natürlich selber auch eine bauen. Hier ist so ein Editor dabei, da gehe ich aber jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Hier ist ein Editor direkt im Spiel mit implementiert, damit kann ich dann eine eigene Insel bauen. Ist relativ einfach. Allerdings, gerade wenn man die Oberfläche der Insel baut, da bräuchte man ein bisschen Erfahrung, zum Beispiel mit dem Mapping von anderen Spielen oder eben im Second Life. Ja, dieses Bodenbearbeiten im Second Life, das ist auch so ein bisschen ähnlich. Da muss man so ein bisschen Erfahrung haben, sonst ist das wirklich schwierig. Ansonsten geht's eigentlich ganz gut. Ah, es wird bald dunkel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da schon mal war auf der Insel. Werden wir gleich sehen. Ich baue ja immer einmal so ein Speicherungszeltchen auf. Und auch ein Schwein sehe ich schon. Die kann man auch jagen. Da gibt es dann vielleicht... Ja, da habe ich schon was... Ne? Ich war hier schon. Da sieht man also mein Speicherungszelt und da habe ich so ein paar Sachen angesammelt. Steht alles. Das ist also jetzt so eine Standardinsel. Ist nicht sehr viel los, ne? So, wollen wir mal runtergehen hier. Ja, ist ein bisschen nah am Wasser, oder? Ah, ich kann aber hier landen. So, und... Okay. So. So. Ja, ist also... Auf so einer Insel würde man dann ungefähr landen. Muss man aufpassen auf den etwas größeren. Das ist schon eine von den großen. Durchaus eine von den großen hier. Da gibt es dann auch schon mal Giftschlangen. Ne? Die muss man erlegen. Wenn man denen zu nahe kommt, die klappern, aber die warnen. Ne, dann beißen die ein. Da ist dann genauso vergiftet wie von diesen Igeln oder von diesen Giftfischen da. Was haben wir denn hier liegen? Ja, Kloss, das ist Stoff. Das braucht man zum Beispiel auch um so ein Wasserding. Warte mal, wie geht's mir eigentlich? Ja, ich habe Durst und Hunger, ne? Ja, ich könnte jetzt also hier Wasser trinken erstmal, deswegen mache ich das. Auf jeder Insel, ich war, stelle ich hier das auf. Ne? Ein Wassermacher, einmal so ein Teil zum Kochen und einmal so ein Teil zum Speichern und Schlafen. Schlafen, ja, mit dem Schlafen überspringe ich die Nächte. Ne? Das schläft um 8 Stunden oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel schlafe, wir haben 18.30 Uhr, das wird nicht reichen. Ich mache kuscheln meistens noch so rum, bis es so 20 Uhr, 20.30 ist. Dann gehe ich schlafen und überspringe quasi so die Nacht. Ja, geht also eh... Sleep. So, jetzt schlafen wir mal. Aber das reicht noch nicht. Es ist immer noch dunkel dann. So. Na, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben 4:45 und so 5:30 wird's hell, ne? Jo. Jetzt kann man von hier aus schön auch meine Insel sehen. Sogar mein Haus sieht man von hier aus. Ich habe doch das Fernglas dabei, ne? Rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann sieht man also meine Heimatinsel, die ich da selbst gebaut habe, mit meinem Haus schön. Ja, aber wie man sieht schon, das sieht irgendwie nicht so aus, als wenn das hier so ein, wie beim Kartografer, so ein Kästchenhäuschen ist, weil das eben so ein bisschen quergelegt ist. Und an manchen Stellen ist quasi keine Insel, sondern da ist dann eben dieser Endgegnerkampf. Da kann eine Boje sein oder eben dieser schwimmende Walkadaver, an dem dieser Megalodon da rumknabbert. Und wenn man dann mit dem Floß dahin fährt, bis an die Zähne bewaffnet und den Kleinen kriegt, kriegt man halt so eine Trophäe, die man sich an seine Hütte hängen kann. So, ne? Macht einfach Spaß, sich da so was aufzubauen. Das ist so ein bisschen auch was für Kreative. So, ich würde sagen... Also dieses Spiel sollte genug erklärt sein. Jeder, der das jetzt geguckt hatte, sollte eigentlich in der Lage sein, auch wenn man jetzt die Englischkenntnisse nicht so gut hat, damit klarzukommen. Warte mal, das wollte ich noch sagen. Hier sind so Menüs. Ich habe hier Crafting und das sind quasi Untermenüs. Ne? Hier mache ich zum Beispiel die Regale, dann brauche ich 3 so Planken für. Und die Planken kann ich hier finden. Wie mache ich mir denn so Planken? Die kann ich einmal finden, die liegen am Strand rum. Oder aber... Ich mache die. Dazu brauche ich eine Plankbank, die ich erst bauen muss und eben ein so ein Holz. Das heißt also, 3 so eine Baumstämme brauche ich, ne, um so ein Regal zu machen. Weil ich ja 3 Planken brauche dafür. Moment, wo ist das Regal da oben, ne? 3 Planken. Ja, hier kann ich Fallen bauen und das ist eben doch so ein Gürtel, den ich machen kann. Ne, und dann kann ich hier weiter blättern. Muss man erstmal durchblickt haben. Consumables, da habe ich alles, was so mit Flaschen und Medizin ist.
Dann Crafting, klar, alles ein allgemeines Werkzeug und so. Building, das ist alles was mit Häusern, ne? Jetzt sind es zum Beispiel so Unterbodendinger. Hier mache ich Wände, hier mache ich Dach, Fensterteile, Türeingänge, hier die Türen selber, Treppen und Leitern, Dachzeug, ne? Hier, ich habe immer die ja gemacht, alles mit diesen Lehmbausteinen da. So, nächstes ist dann Vehicles, da kann ich dann eben die Unterteile für den Floß, die Floßbedeckungen. Hier mache ich dann eben alles andere. Da habe ich zum Beispiel hier meinen Anker, mein Segel, mein Ruder. Ich kann dann eben aus den Metallteilen hier, aus diesen Teilen auch einen Motor bauen. Da brauche ich auch den Sprit für, den ich um Kartoffeln muss ich dafür eben haben und mir so ein Dach noch machen. Und dann ist hier eben der Kopter. Da muss man aber Level 6 in Craftsmanship haben. Dann kann man relativ einfach mit den gesammelten Teilen sich hier so einen Kopter machen. Ne? Da muss man auch den Spritmacher machen und Kartoffeln anbauen zum Sprit und dann kann man fliegen. Das macht unheimlich Spaß. Hier liegt zum Beispiel so ein, ne? So ein Plankendings. Davon 3 Stück. Daraus könnte ich mir so ein Regal machen, wo ich 3 Kisten hinsetzen kann. Ja. Das ist gar nicht, ist hier soweit. Guck mal eben. Wie lange haben wir jetzt? So 3/4 Stunde. Halleluja. Nee, ist das nicht, ne? Oder? Da ist ein Schiffswrack. Renn mal einfach hier ein Stück. Na, wir sehen auch, ich bin vergiftet, aber wen juckt das, ne? Ja gut, ich muss jetzt dringend was essen. Ich glaube nämlich, einmal geht die Gesundheit bei dem Herzchen dadurch allmählich ein bisschen weiter runter. Aber es dauert wirklich lange. Man muss keine Panik haben. Man kann also wirklich noch tagelang weiterspielen. Auch wenn man vergiftet ist, wenn man jetzt das Antidot nicht hat, wenn man die Pipiblumen nicht hat. Na, wenn man sich auf seiner ersten Insel schon gleich vergiftet hat, hat aber nur eine Pipiblume da drauf und hat noch keinen Floß gebaut, keine Panik, das kann man in Ruhe machen. Man muss aber, glaube ich, mehr essen und mehr trinken, weil das schneller zurückgeht dadurch. Ne? Das ist so mein Eindruck. Nee, hier ist nicht so ein. Manchmal hat man ja so ein kleines Lager mit so einem Skelett drin. Ich gucke mal, ob hier auf der Insel auch so weit ist. Müsste doch eigentlich auch weit sein, aber ich sehe jetzt nichts. Wo man auch den Wilzen finden kann. Nee, ist hier nicht. Da, ne? Jetzt sagt er, ich habe Hunger, ich brauche was zu essen. Ja, so geht das eben auch mit anderen Dingen da mit der Meldung. Habe ich hier noch was? Ach, guckt an. Da habe ich sogar noch so ein bisschen was hängen. Ne, das ist geräuchert, das ist haltbar. Das nehme ich jetzt in die Hand. So, einmal linke Maustaste, zack, habe ich das gegessen. Und da, siehe da, habe ich schon wieder ein bisschen was gefuttert. Ja. Gut. Sollte reichen, damit sollte man im Spiel klarkommen. Wie gesagt, jetzt geht es eben darum, wenn man das ordentlich spielen will, beziehungsweise wenn man da wirklich ein bisschen mehr bauen will, als nur eine kleine winzige Hütte aus allen möglichen Materialien zusammengeschustert, dann sind diese Inseln doch relativ schnell langweilig und dann braucht man eben schönere Inseln. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Inseln so super schön sind, aber die sind auf jeden Fall ein bisschen ergiebiger und ein bisschen umfangreicher als diese kleinen Standardinseln. Und Crasher Island zum Beispiel kann man sich runterladen. Da mache ich dann auch noch irgendwie eine Information darüber, wo man die jetzt kriegt. Das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Aber was ich jetzt eben reinziehe, ich gehe jetzt mal hier aufs Menü, eine Anleitung, wie man das macht. Einmal, klar, einen Runterladelink kriegt man dann auch von meinen Inseln zum Beispiel, von mir eventuell auch den Link, den kann ich auch finden, wo man diese Crasher Island runterladen kann. Das ist dann eine gepackte Datei, die muss man auspacken und dann hat man ein Verzeichnis, was so eine lange Zahlen-Buchstaben-Kombination ist. Und da muss man die natürlich ins richtige Verzeichnis packen. Ich ziehe jetzt mal, wenn ich denn hier rauskäme, zack, so, ich ziehe jetzt einfach mal ein Ding, oder oh, ist ein bisschen klein. Mal gucken, ob ich das größer ziehen kann hier drauf. So, ja, könnt ihr vielleicht besser lesen. So. Im Prinzip sind 4 Schritte nötig, um eine von Spielern erstellte Map zu spielen. Diese Information, diese Beschreibung ist übrigens von Voucher. Das ist ein YouTuber, ein Let's Player, der unter anderem auch Svenne Deep gerade spielt. Und der hat das mit der Crasher Island da auch vorgestellt und hat die dann auch gezeigt und hat auch eine Webseite. Und auf dieser Webseite hat er hier diese Information zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das jetzt so genommen habe. Sonst hätte ich das quasi mit eigenen Worten abschreiben müssen, ein bisschen verändern. Ist eigentlich Quatsch. Ist ja nur eine Anleitung, wie man das macht. Macht, das gebe ich mal so weiter. Erwähne aber Voucher, den YouTuber übrigens ganz guckenswert. Also wer da Gameplay gucken will von Stranded Deep, falls ich das selbst nicht vielleicht mal mache, also da kann man den ganz gut begucken. Unter anderem hat er ja auch hier Raft gemacht und Subnautica und auch andere Spiele. Also es macht wirklich Spaß. Der macht das sehr gut, ganz gemütlich, sehr sympathischer Typ.
Kann man gut gucken. So, Schritt 1, lade dir eine benutzerdefinierte Karte herunter. Weiter unten im Beitrag findest du ein Beispiel, wo man Karten bekommen kann. Ja gut, das sieht man jetzt hier weiter unten nicht, ist aber kein Problem. Schritt 2, die meisten Maps wirst du in einer Komprimierdatei erhalten, RAR oder ZIP, klar. Extrahieren, auspacken muss man die und dann in den Ordner. So, wenn man jetzt ganz normal dieses Spiel Stranded Deep installiert hat und man geht auf seine Festplatte, jetzt ist es wichtig, dass man ein bisschen Kenntnisse hat, was eigentlich eine Verzeichnisstruktur ist. Dann muss man nämlich ins Verzeichnis C, dann Users, ne, Your Name, da steht dann meistens der Name, den man da angegeben hat, dann Documents, Stranded Deep, Data und Editor und Maps. Ja, bei der Experimental ist das leicht anders, der Pfad, der steht ja auch darunter. Da muss man dann dieses Verzeichnis reinpacken. Schritt 3, wenn das getan ist und es sich um eine kompatible Map handelt, sollte eigentlich kompatibel sein, findest du diese jetzt im Spiel unter Kartographer. Na, wie man gesehen hat, beim Kartographer auf der linken Seite einfach rüberziehen. Platziere nun die benutzerdefinierte Insel. Die Map sollte dort auf der linken Seite auswählbar sein. Einfach per Drag and Drop auf deiner Karte platzieren. Bedenke, dass die Insel, die vorher an der Stelle war, dann weg ist. Ich habe folgenden Fehler gemacht, das geht aber. Ich habe eine Insel einfach auf einen so von den Totenköpfen gezogen. Das heißt also, dieser Endgegner war da nicht mehr verfügbar. Und ich glaube nicht, dass man wiederkriegt. Man kann zwar eine andere Insel dann dahin packen, aber den Totenkopf kriegt man nicht mehr zurück. Na, das war aber bei einer alten Version. Also, ich würde dringend davon abraten, eine Insel auf diese Totenköpfe zu ziehen, weil man dann diese Gegner da nicht mehr haben kann, was ja auch mal recht abenteuerlich sein kann. Wer also sagt, nein, ich will mich nicht mit Riesenhaien und Kraken rumschlagen, ich will lieber mehr Inseln, der kann tatsächlich auch diese Inseln auf diese Totenköpfe ziehen und dann hat er eben mehr Inseln und hat da eben keine andere Insel überschrieben, hat aber dann eben diese Endgegner nicht mehr. Ne? Schritt 4, speichere diese Änderung, das Ziehen auf deiner Map im Kartographer-Menü. Da muss man auf Apply gehen. Apply heißt so viel wie einverstanden, ne? Akzeptieren. Ja, und dann eben auf Back zurück. Das ist eben Apply, macht nicht gleich okay, akzeptiert und geht zurück ins Hauptmenü. Du musst erst Apply drücken, da passiert eigentlich gar nichts, außer dass er sich das merkt. Und dann gehe ich zurück. Wenn ich auf Back klicke, ohne vorher Apply geklickt zu haben, dann geht er zurück, übernimmt die Änderung aber nicht. Das heißt, ich habe da zwar eine Insel auf die Map gezogen, aber das juckt den nicht weiter. Der hat das einfach sich nicht gemerkt. Speichern halt. Ne? Gut, so, das mache ich jetzt erstmal wieder klein und schiebe es wieder raus. Na komm. Geh rüber. So, jetzt gehen wir mal hier. Ich mache das jetzt nochmal. Ich habe hier den Total Commander, früher Windows Commander. Aber im Prinzip ist das immer gleich. Ja, ich habe also das jetzt hier schon aufgemacht. Wir gehen das aber nochmal nach. Ja, C, da hat man hier Users, Your Name, das ist der. Und dann eben auf, was war das jetzt? Documents, ne? So auswendig. Documents. Was war denn dann? Muss ich mal eben gucken. Stranded Deep gibt es hier auch schon. Wo bist du denn da? Stranded Deep. Und dann Data. Und dann Editor. Und dann Maps. Und siehe da, das sind die vier. Ne? Da ist einmal die, die ich zuerst runtergeladen habe. 8er, 6er, hier 28er, 26er. Das war die hier. Das ist hier diese Crasher Island. Die ist wirklich toll. Und dann habe ich 2 Tage später meine erste eigene Insel gemacht. Das ist die oberste hier. Auf der wohne ich. Die kann man auch schon runterladen. Die habe ich schon hochgeladen. Die beiden anderen Inseln, die ich jetzt kürzlich erst gemacht habe, das ist einmal die Materialinsel und die Adventure-Insel, die habe ich noch nicht hochgeladen. Die müsste ich also noch hochladen. Hier ist übrigens das Video, was ich gerade aufnehme. Das wird irrsinnig groß werden. Ja. Ja, man kann natürlich auch das jetzt, ja, viele von euch machen das so nicht. Die machen das eher in dieser Art hier. Ist aber im Prinzip genau das gleiche. Ja, also Users. Ich arbeite so nie. Ich arbeite mit den Texten, weil ich das noch früher vom alten DOS her kenne. Users. Geh doch mal auf, nicht ändern. Auf Users, Julia Matuschek. Und dann war das Stranded Deep, ne? Ne, Documents erstmal, ne? Ja, Documents. Documents. Dann mach auf. Stranded Deep. Stranded Deep. Data. Editor. Und dann Maps. Und dann sind hier die Maps. Und da muss man eben so einen Ordner. Ich gehe da jetzt mal hin, wo ich die habe. Ich habe die ja hier. Stranded Deep. Genau. Ne, das ist Videos. Da. User-Insel. Ne, da habe ich sie.
Ja, und wenn man jetzt da reingeht, zum Beispiel in Julius Adventure Insel, habe ich eben da Dinge. Ist jetzt nicht, man würde eine Archivdatei kriegen, die man auspacken muss, und die ausgepackte Version würde so aussehen. Gehe ich da rein, sehe ich eben hier diese drei Map-Dateien. Und diesen Ordner muss ich dann einfach hier rüber packen. Hier rüber gehen, Ansicht, ich mache lang. Ne, hier rüber packen, und dann kann ich, wenn ich dann hier, ich gehe jetzt mal raus, ja, ohne zu speichern. Der fragt doch nicht wirklich ohne zu speichern aus. Nein, er macht's. Ne? Also Vorsicht. Hallo? Ach, jetzt muss ich wieder warten. Mach hin. So, wenn ich jetzt auf Cartographer gehe und habe die jetzt eben in das Verzeichnis reingepackt. Loading. Dann sehe ich eben die Insel hier. Und dann kann ich die einfach rüberziehen. Und das war's. Ne? Dann hier nicht vergessen, Apply. So, und jetzt ganz, ganz kurz eben, wenn ich hier sage Create a New World, dann ist alles weg. Dann ist auch mein Speicherstand alles verloren. Dann macht er hier, würfelt er einfach mal seine Standardinseln hier neu rein. Das heißt also, wenn ich jetzt sagen würde Create a New World, dann kommt erst eine Warnmeldung. Dann ist alles weg. Das ist also wie ein Neuanfang. Und dann habe ich eben die Inseln hier kreuz und quer woanders und die Totenköpfe woanders. Wenn ich sage, ach, die sind mir aber so weit auseinander, kann ich sagen, Create a New World. Dann hat er die vielleicht schon mal hier ein und hier ein und da ein. Ne? Ach, passt mir auch nicht so lange, bis mir das schmeckt. Aber nur mit diesen Standardinseln. Und wenn ich die dann so habe, wie ich die haben will, dann kann ich dann noch meine Inseln platzieren. Standardmäßig fängt man immer mit der mittleren Insel an. Ja, da Norden, ne? So kann man gucken, wenn hier Norden ist und ich bin hier und ich will dahin, dann muss ich also nach Westen. Und wenn ich zu der Insel will von meiner Stande, weiß ich also, ich muss nach Nordwesten, ne? Und nach Norden würde ich dahin kommen und nach Nordosten dahin. Also wenn ich jetzt von meiner Startinsel nach Nordosten fahre, um die Insel rum, weiter nach Nordosten, dann habe ich hier schon einen Endgegner, und das ist hier Squid. Squid, was ist das eigentlich? Squid ist, glaube ich, der, was ist das hier? Mission? Shark, ne? Das ist der große, Megalodon, das ist Squid und das ist Eel. Also ich weiß jetzt nicht, so gut ist mein Englisch nicht. Eins ist einmal eine Muräne und einmal ist ein Tintenfisch und das ist eben der Megalodon. Ja, gut. Create an Island, wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich ja einfach mal machen. Dann komme ich in den Editor, um eine eigene Insel zu machen. Die muss ich dann nicht extra noch irgendwie hinkopieren. Wenn ich die hier mache und speichere, die ist die gleich da richtig hingefummelt, ne? So fange ich an. Das ist hier so eine Insel. Hier habe ich meine blaue Markierung. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Rise heißt erheben. Und zwar die Größe von dem, ne? Wenn ich jetzt das sehe, kann ich jetzt hier ein bisschen größer machen oder kleiner. Ich mache jetzt mal ein bisschen größer und immer und wie stark die Veränderung. Wenn ich jetzt hier stark drehe und klicke hier einmal, ja, das ist stark. Wenn ich jetzt lower mache und gehe da wieder drauf, das kriegst du aber nicht mehr so genau hin, dann wird er wieder, ja, ne? Und ist immer noch so stark. Jetzt mache ich also die Größe so ein bisschen kleiner und auch den Amount viel weniger, damit ich das ein bisschen zaghafter machen kann. Ne? Jetzt, hier wird abgesenkt. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel hier, jetzt habe ich eine richtige schöne Lagune gebaut hier. Man muss natürlich, man kann hier auch mit W vorwärts, mit S rückwärts, seitwärts und dann rechte Maustaste drücken, kann ich schwenken und dann seitwärts fliegen hier. Ne? W, jetzt drücke ich W und A gleichzeitig, dann fliege ich so quer. Ja? Rechte Maustaste kann ich mich so ein bisschen hier hangeln. Da ist zum Beispiel ein fieses Loch, das passiert nämlich leicht mal. Weiß auch nicht genau warum, das ist manchmal ziemlich schwierig. Ja, und dann kann ich dann eben Objects, zum Beispiel kann ich sagen Trees. Jetzt nehme ich mal so eine Palme. Hier nehmen wir mal die große, die ist jetzt hier unten drin. Jetzt kann ich die einfach hier platzieren. Ja, ist also relativ simpel, sich so eine Insel zu bauen. Und wenn man sagt, verdammt nochmal, ich brauche viel Holz, weil ich was viel bauen will, da stehen immer nur 5 Palmen auf jeder Insel, dann kann ich mir hier einen Riesenwald von Palmen hinsetzen, sodass ich dann nachher genügend davon habe. Ne? Ja, oder wenn ich jetzt noch andere Sachen habe, zum Beispiel Items. Ja, da kann ich zum Beispiel hier gleich diese Bricks machen. Allerdings, wenn ich da eine gewisse Anzahl draufgesetzt habe, dann sagt er hier Maximum Reached. Dann ist genug, mehr geht nicht auf diese Insel. Deswegen ist das immer irgendwo begrenzt. Geht eine ganze Menge, aber eben nicht unendlich. Jo, ich kann natürlich auch dann Structures nehmen hier, Structures. Das ist also relativ simpel, so eine Insel zu machen. Ja, könnt ihr also auch alle selber euch eine Insel machen. Nehme ich zum Beispiel dieses Schiff hier. So, jetzt packe ich das da hin. Ja,
So zum Beispiel, man kann auch jetzt ein bisschen hier. Das ist ziemlich langsam. Geh mal rüber. Komm, geh mal ein bisschen schneller. Ich mach gar nichts, das macht er von alleine schneller. Wenn der irgendwo an eine Wand und ein Störfaktor kommt, dann zoomt er zwar weiter, bewegt sich weiter, aber eben langsamer. So, mit E kann ich rauf und mit Q kann ich runter. Ja, ich könnte jetzt quasi da reingehen und da auch noch irgendwelche Dinge platzieren. Hier drauf, ein paar Sachen hinlegen, wenn ich will, so Loot hinlegen. Und ich kann jetzt auch sagen, Terrain, jetzt wird es aber ein bisschen schwierig. Soll ich das erklären oder verwirrt das? Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier aufmache und sage hier Display Ocean, kann ich wegnehmen. Dann kann ich mir das auch angucken, ob ich hier stark rein. Ne? Ich kann das jetzt noch ein bisschen besser platzieren. Ich kann jetzt hier zum Beispiel an den Pfeilen ziehen, kann da ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Zum Beispiel könnte ich den jetzt so. Dann kann ich hier auf Drehen gehen. Also ist alles möglich. Ich kann den jetzt noch ein bisschen schräger legen. Das heißt, hier hinten rein, da muss ich so ein Stück tief tauchen. Wenn ich jetzt wissen will, das soll gar nicht aus dem Wasser kommen. Das soll man nur durchs Tauchen ganz aus Versehen entdecken. Ich könnte da zum Beispiel dann hier hinhängen. Ein bisschen noch rein. Ich muss aber wissen, dass unten natürlich, wenn das im Sand ist, die unteren Räume dann nicht mehr begehbar sind, ne? Deswegen mache ich das jetzt vielleicht hier so. Jetzt drehe ich den noch so ein bisschen hier. So, hängt er so auf der Kippe. Und jetzt mache ich einfach Terrain und mache den Haken wieder rein. Aha, ist immer noch zu sehen. Jetzt kann ich immer noch hingehen und sagen, okay. Gehe ich wieder auf Objekte. Klick den an. Gehe wieder auf Verschieben. Und ziehe den noch ein bisschen. Ne, nicht da. Der sollte den blauen kriegen. Warum kriegt er den nicht? Ein bisschen so. Hier, komm. Schieb. Dann nehmen wir den mal. Ah, da ist er irgendwo an der Kante. Jetzt habe ich den aber natürlich in Sand gesetzt. Ne? Wenn ich den jetzt auf Terrain gehe, mach den aus, ne? Sieht man da. Ich kann natürlich jetzt auch auf Terrain gehen und gehe jetzt hier und sage jetzt Lower. So, und jetzt kann ich das natürlich hier auch ein bisschen frei machen. Das geht auch, ne? Und schon. Das geht natürlich auch. Das ist wie so ein Papierblatt, weil ich verbiegen kann damit. So kann man sich das am besten vorstellen. Das sieht jetzt vielleicht relativ leicht aus, was ich hier mache. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Hügel machen will, dann gehe ich hier auf Rise und dann geht er nach oben. Wenn der Hügel nur ganz klein sein soll, dann mache ich einfach die Größe kleiner, der von meinem Flecken. Oh, das ist sehr klein. Sehen ja gar nicht. Oh! Ja, das ist mir schon mal aufgefallen. Das ist ein Fehler. Das sollst du eigentlich größer machen. Also, so klein darf man das nicht machen, ne? Ah, jetzt macht er das, aber das Loch ist weg. Das habe ich schon mal gehabt. Da habe ich dann neu aufgebaut. Was das ist, keine Ahnung. Naja, ist ja auch Early Access, das ganze Ding. Mehr wollte ich jetzt zudem nicht sagen. So kann man eben sich auch eine Insel machen. So. Ich habe so ein bisschen selbst rausgefunden. Auch noch nicht alles, was man damit machen kann, aber es hat mir gereicht, um da eben so meine Inselchen bauen zu können. Wenn ich jetzt Escape drücke, dann kann ich hier sagen Save und dann fragt dann Namen ab, aber ich gehe raus, ohne die zu speichern. Ja, war ja nun mal so. Ich glaube, das sollte reichen. Gute Stunde hat es jetzt gedauert. Ich hoffe, ich habe soweit alles angesprochen. Wie gesagt, also die Inseln, zwei müsste ich noch hochladen. Dann könnt ihr einen Download-Link kriegen, einfach runterladen, auspacken, in das entsprechende Verzeichnis packen und loslegen. Vielleicht erstmal mit Create New World sich die so machen, wie man das haben will, mit den Totenköpfen. Und dann eben die Inseln reinpacken. Wenn man alle nimmt, die ich habe mit Crazer Island, dann wären das vier Stück. Die kann man sich dann hier platzieren, wie man will. Man weiß ja, man fängt hier an, das wird rot markiert sein. Dann kann ich mir die in meine Nähe legen. Oder sage, nö, ein bisschen heraus, weil ich packe mir die so in die Ecken. Ne, hier die Adventure habe ich auch in die Ecke gepackt. Da sieht man ja, wenn man drauf geht, welche das ist. Ne? Und die haben so ganz eigenartige Namen hier. Ja. Ich glaube, das sollte gereicht haben hier, um jetzt einen Einstieg zu finden. Viel Spaß wünsche ich. Ich werde jetzt das Video möchte ich gar nicht schneiden. Ich möchte das so lassen, wie es ist. Ich werde da nichts dran machen, keine Texteinblendung, einfach so, wie es ist. Dann kann ich das nämlich auch so, wie es hochladen. Wird zwar ewig nicht lange dauern, dafür ist die Qualität besser. Wenn ich das nämlich jetzt erst noch bearbeite, schneide und Texteinblendungen mache, dann habe ich unheimlich Abstriche in der Bildqualität. Will ich aber erhalten lassen, deswegen lade ich das hoch, so wie es ist. Ja, und man könnte ja vielleicht, das wollte ich aber doch noch zeigen, bevor wir aufhören. Moment. Stranded Deep, Profilsicherung. Wenn ich jetzt hier bei Users, Documents, Stranded Deep Data bin, dann habe ich hier einen Ordner mit diesen Nummern, mit dieser Zahlenkette. Das ist mein Spielstand. Man sieht also, wenn ich jetzt hier mal reingehe, ich habe den immer mal wieder gespeichert. Immer wenn ich gespielt habe und aufhöre, mache ich mir ein Verzeichnis, da steichere ich den rein. Die alten könnte ich eigentlich auch mal
löschen, weil hier sieht man auch kaputt. Einmal war irgendwas schief gelaufen, da war mein Speicherstand kaputt. Und wenn man schon eine ganze Woche jeden Tag da etliche Stunden gespielt hat, hat sich was aufgebaut und plötzlich ist der Spielstand kaputt, weil man da irgendwie was Blödes hat, dann, ja, dann ist Essig. Dann kann man wenigstens den vom letzten Mal noch nehmen, wieder reinkopieren, den dafür löschen und dann kann man von da weiterspielen. Es wird natürlich sicherlich Schwierigkeiten geben, wenn ich dann hier eine andere Welt habe. Ja, ich denke mal, dann gibt es Schwierigkeiten, weil der dann irgendwelche Objekte auf eine Insel platziert, wo eine ganz andere Insel drunter ist. Ja, ein Haus würde zum Beispiel halb im Boden stecken, weil bei der anderen Insel der Boden niedriger war. Oder es würde in der Luft schweben, weil auf der anderen Insel, wo das Haus eigentlich war, ne, höher war oder so. Ne? Also da muss man aufpassen. Wenn man hier keine neue Welt, da nichts ändert, dann kann man einen alten Speicherstand wieder nehmen, der da wieder läuft. Also so kann man sichern. Man kann nämlich auch so auf die Art und Weise manuell sagen, okay, ich packe den jetzt weg und mache ein neues Spiel und packe den dann weg, wenn ich die gleichen Karten nehme, also hier nichts verändere, dann kann ich auch sagen, ein Spiel ist meins, ein anderes Spiel zum Beispiel für ein Let's Play oder so. Sollte eigentlich gehen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie man das speichern kann, den Spielstand, wo man auch hier die Anordnung der Insel und alles mitspeichert. Geht vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht sicher, wo man das genau machen kann. Aber das geht vielleicht, aber da möchte ich mich nicht festlegen. Gut, so, jetzt soll es aber auch reichen. 1 Stunde 5 Minuten läuft die Aufnahme. Ich mache mir gar nicht die Arbeit, groß was zu schneiden, sondern lade das Ding so rauf, wie es ist. Dann gibt es auch keinen Vorspann und nichts und ist egal. Ne? Dafür bessere Qualität. Okay, bis dann, bye bye, tschüssi.